Und weiter geht's mit einer weiteren Folge Sky Factory. Jetzt sind hier schon die ganzen Leaves jetzt endlich fertig. Infestet komplett. Das bedeutet, wir haben jetzt schon die ersten 4 Strings. Das geht ja richtig schnell. Gehen wir mal hier. Ja, ein paar sind jetzt, glaube ich, runtergefallen. Das ist nicht so schön, wenn das Zeug runterfällt, aber es geht ja trotzdem recht schnell. Jetzt haben wir schon 15 Stück, 17. Ich würde mal sagen, so 20, 25 werden es bestimmt bei diesem Baum. Hoffe ich jetzt halt. Ja, 21, 23. Da komme ich jetzt gerade nicht hin. Muss ich erstmal das Holz wegmachen. Hoffentlich komme ich jetzt dorthin. Stehe bloß einen halben Block höher. Ich hoffe, das reicht. Ja, passt. Okay. 27 Strings. Dann gehen wir gleich wieder her. Pflanzen einen Sapling. Und machen noch mal ein paar Würmer rein. Ja, erst müssen wir ihn wachsen lassen. Komm schon. Gleich wieder den Wurm rein. Okay. Dann brauchen wir jetzt das Ex Nihilo, heißt der Mod. Ja. Und da bauen wir jetzt das Oak Sieve. Dazu müssen wir, glaube ich, ja, 9 in eine Reihe packen. Also einen 9er Block machen. Dann brauche ich noch 2 Sticks, habe ich auch. Und außen was Holz. Das ist dann das nächste, das wir benötigen. Für was wir das brauchen, kann ich jetzt auch kurz zeigen. Indem ich nochmal Kompost herstelle. Und da kann man wirklich alles drin kompostieren. Strings, Äpfel, Silkwürmer. Aber Saplings bringen am meisten, wenn man es kompostiert. Dann warten wir mal kurz, bis das fertig ist. Okay, damit ist jetzt auch das Dirt fertig. Und wenn wir jetzt das Dirt hier reinpacken in den Sieve und Rechtsklick drauf machen, wird das durchgesiebt und wir bekommen daraus jetzt als Stone. Also so kleine Steinblöcke und die können wir zusammencraften zu Cobblestone. Den Cobblestone, glaube ich, könnten wir rein theoretisch nochmal da durchschicken. Nur das wollen wir jetzt gerade nicht machen. Sondern jetzt brauchen wir noch viel mehr Setzlinge, damit wir noch... Wie viel brauchen wir? 3, dann kriege ich 6 Slabs raus. 3 unten auf der Seite. Also wir bräuchten noch mindestens 6 Dirt. Okay, das werde ich dann jetzt mal schnell machen. Dass ich 6 Dirt herstelle.
Das waren jetzt erstmal die ersten vier Dirt. Eigentlich wären es sogar fünf gewesen. Bloß blöderweise habe ich einmal beim Draufklicken ist das nach hinten rausgesprungen und ist runtergefallen. Deshalb habe ich jetzt die Plattform nach hinten erweitert. Ja, dann gehen wir mal her und sieben jetzt das alles hier durch. Okay, haben wir nochmal 19 solche Steinklumpen. Jetzt brauchen wir aber als nächstes erstmal den Crucible. Dafür brauchen wir Unrefined Crucible. Und den müssen wir dann erstmal in die Smeltery packen. Also brauchen wir sogar noch viel mehr Stein. Weil wir brauchen jetzt erst noch eine Smeltery. Ja, gut. Das werde ich aber dann nicht mehr in dieser Folge machen. Das mache ich jetzt halt offscreen schnell, dass ich hergehe und die ganzen Dirt herstelle, also so 20 Stück ungefähr. Das sollte dann hoffentlich reichen, damit wir die ganzen Dirt und alles herkriegen. Und hierfür, das machen wir dann in der nächsten Folge, weil das sind dann wieder andere Stufen, die man erreichen muss. Gut, dann schauen wir noch schnell, was wir hier wieder alles haben. Strings haben wir. Seif haben wir. Regenwasser haben wir noch nicht. Das haben wir gemacht. Als nächstes brauchen wir noch einen Hämmer, damit wir Gravel und Sand herstellen und Dust. Ja. Gut, aber das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Das war's dann wieder mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst bitte den Daumen nach oben da und dann sieht man sich beim nächsten Mal.